Wir wollen nun mal betrachten, wie man DC-DC-Wandler simuliert. Und zwar wollen wir hier anschauen, wie wir DC-DC-Wandler mit idealen Bauelementen simulieren können. Warum das? In vielen Fällen interessiert uns eher das Verhalten auf einer Systemebene. Das heißt, gerade wenn man so eine neue Schaltung sich anschaut, ist es oftmals sinnvoll, rauszukriegen, wie sind jetzt die Strom- und Spannungsverläufe, wie muss ich das ansteuern, ist meine Modulation richtig? Und wenn man da die komplizierten Bauelementmodelle einfügen würde, dann würde das nur zu unnötig komplizierten Schaltungen führen. Deswegen wollen wir jetzt mal anschauen, wie funktioniert das mit idealen Bauelementen. Hier habe ich jetzt mal LTSpice gestartet. Wir beginnen zunächst mal mit der Schaltung. Wir wollen anfangen mit einem Abwärtswandler bzw. Tiefsetzsteller. Das heißt, zunächst mal die passiven Komponenten: Kondensator, eine Spule, einen Ausgangswiderstand, eine Eingangsspannungsquelle, hier unter Voltage. Und jetzt wollen wir schauen, wie wir die idealen Schaltelemente reinkriegen. Das heißt, das hier ist jetzt zunächst mal sozusagen der Grundblock, das passive LC-Filter hier am Ausgang, ein Widerstand, der die Last symbolisiert. Und jetzt schauen wir an, wie wir ideale Elemente reinkriegen. Zunächst mal Diode können wir einfach so platzieren. Jetzt könnte man die einfach nehmen, die einem LTSpice vorschlägt. Das ist so ein Default-Modell, wenn man das reinmacht. Tatsächlich schauen wir jetzt, wir werden ein eigenes Modell machen für diese Diode. Gucken wir in die Hilfe. Dort finden wir das Diodenmodell, wenn wir suchen nach dem Modell D. So einfach nach D. Und dort findet man dann hier, sehr, wenn wir gesucht haben, D-Diode. Und da ist dann beschrieben, wie wir eine Diode modellieren können. Und was jetzt interessant ist bei LTSpice, sie können im Gegensatz zu anderen Spice-Varianten ein Modell machen, was sozusagen auf einer Systemebene viel einfacher ist. Und wir wollen genau das machen, was hier oben in dieser Zeile steht. Ich markiere das mal. Das heißt, hier in dieser Zeile steht, wie wir eine Diode modellieren können. Und zwar mit Parametern hier R-On, R-Off und einer Flussspannung V-Forward. Tatsächlich schauen wir uns das an. Wenn wir hier gucken, in dieser Tabelle sind beschrieben, was diese Parameter aussagen. V-Forward ist die Schwellspannung in Flussrichtung, R-On ist der differenzielle Widerstand, so hätten wir den genannt, in Flussrichtung, und R-Off ist der Widerstand im ausgeschalteten Zustand. Tatsächlich sehen wir, hier stehen so Default-Werte drin. Wenn wir jetzt nichts ändern, werden diese Werte genutzt für dieses Diodenmodell. Ich werde jetzt ein bisschen ändern, weil dieser Widerstand R-On von 1 Ohm ist schon vergleichsweise groß. Das heißt, was wir jetzt machen, ich modelliere eine Diode. Und zwar eine Diode ohne Flussspannung und nur mit einem Wert R-On und R-Off. Und zwar mit R-On 1 Milliohm und R-Off gleich 10 Megaohm. Und werde damit dann hier meine Schaltung simulieren und habe damit ein einfaches, ideales Bauelement. Das heißt, diese Diode schaltet ein, sobald ich eine Flussspannung habe, hat dann einen differenziellen Widerstand von 1 Milliohm und schaltet aus, sobald der Strom 0 wird und verhält sich dann wie ein hochohmiger Widerstand. Machen wir das? Um so ein Modell einzuführen, müssen wir hier eine Spice-Direktive einführen, eingeben .model, dann jetzt das eingeben, was wir dort gefunden haben. Wir vergeben einen Namen, ich nenne das jetzt mal Dio für die Diode, D, Klammer auf, und hier in diese Klammer kommen jetzt die Parameter, und die, die ich nicht angebe, werden mit den Default-Parametern belegt. Deswegen gebe ich bloß die an, die ich ändern will: R-On gleich 1 Milli und R-Off gleich 10 Megaohm. Und wenn ich das jetzt platziere, habe ich jetzt ein neues Modell definiert für meine Diode und kann dieses Modell jetzt zuweisen, indem ich den Wert hier der Diode ändere, mit Rechtsklick auf dieses D drauf, was dort automatisch reingekommen ist, benenne das nach Dio. Dann ist jetzt diese Diode von diesem Typ, den ich hier oben definiert habe, eine ideale Diode. Ideale Bauelemente sind sehr sinnvoll in der Leistungselektronik-Simulation, wenn man erstmal auf Systemebene verstehen will. Gut, das Zweite, was wir machen, ist, wir führen einen idealen Schalter ein. Auch dort werden wir so ein Modell definieren. Den idealen Schalter finden Sie unter den Komponenten. Und da gibt es so ein Element SW für Switch. Das ist ein spannungsgesteuerter Schalter. Dann habe ich jetzt hier diesen Schalter. Achtung, für den habe ich jetzt noch kein Modell definiert. Von der Funktionsweise her, die Spannung zwischen diesem Plus- und Minus-Steuereingang steuert den Stromfluss in diesem Schalter. Für den müssen wir jetzt immer ein Modell machen. Da schauen wir auch kurz nach in der Hilfe, was wir brauchen. Das heißt, in dieser Hilfe suchen wir jetzt
nach diesem Schalter, kann man nach S suchen oder nach SW suchen. Dann sehen wir hier, wenn wir nach S suchen oder SW, haben wir dieses Modell Switch. Und dann steht hier auch, wie wir dieses Modell definieren können. Punkt Model, wieder diese Anweisung, neues Modell, dann den Namen. Wir nennen es gleich SW1 und dann SW, weil es vom Typ Schalter ist. Und dann hier diese Parameter. Und dann sehen Sie auch hier, VT ist eine Schwellspannung, VH ist eine Hysteresespannung. Das heißt, VT ist die Spannung, ab der er einschaltet. VH wäre hier die eine Hysteresespannung um diesen Einschaltpunkt herum. Das ist hier unten im Text nochmal angegeben, kann man sich dann durchlesen. Wir setzen VH nicht ein, sondern setzen bloß ein VT fest. Und dann haben wir hier R-On und R-Off. Und genau das werden wir jetzt auch machen, hier wieder definieren. Ich werde jetzt also einen einzigen Unterschied machen. Ich werde jetzt die Schwellspannung definieren auf 0,5 Volt, damit ich mit dem Logikpegel von 0 bis 1 einschalten kann. 0 ist aus, 1 ist ein. Und dann werde ich den Einschaltwiderstand nicht auf 1 Ohm, sondern auf 1 Milliohm setzen, idealer Schalter. Und beim Ausschalten, ähnlich wie bei der Diode, auf 10 Megaohm. Das heißt hier auch, neues Modell, Punkt Model. SW1, das ist jetzt der Typ, wie wir ihn bezeichnet haben, ist SW, R-On gleich 1 Milli, R-Off gleich 10 Meg, 10 Megaohm und VT, die Schwellspannung, gleich 0,5. Und dann sollten wir jetzt hier ein Modell für einen Schalter definiert haben, der relativ ideal ist, im eingeschalteten Zustand 1 Milliohm hat und im ausgeschalteten Zustand sich wie ein Widerstand von 10 Megaohm verhält. Damit haben wir das definiert. Achtung, bei T-Space bitte nicht vergessen, den Bezugsknoten ranmachen, hier bei diesem Abwärtswandler an Masse ran. Jetzt müssen wir natürlich noch den Wert unseres Schalters zuweisen. Das heißt, hier haben wir den Schalter, der muss doch den Wert SW1 kriegen, dass er weiß, okay, für diesen Schalter muss ich diesen Typ, den wir oben definiert haben, einsetzen. Und was wir jetzt machen, ist, wir müssen jetzt noch eine Steuerspannung generieren für diesen Schalter. Neben diesen idealen Bauelementen ist das Generieren der Steuerspannung ein anderes sehr häufiges Element, was man benötigt in der Leistungselektronik. Das heißt, ich bezeichne es erstmal mit Steuerspannung UST. Ich wähle oft hier so logische Verbinder oder Netzbezeichnungen in LTSpice, damit ich nicht zu viele quere Verbindungen habe. Nennen wir das jetzt U-Steuer, das wäre also die Spannung am positiven Anschluss, und den negativen setzen wir auf Masse. Das heißt, die Spannung an dem Knoten mit U-Steuer wird jetzt an dieser Stelle bestimmen über den Leitzustand des Schalters. Jetzt kann man das erste machen, Sie können hier direkt eine Spannungsquelle definieren. Ich könnte jetzt hier eine Spannungsquelle reinmachen, zum Beispiel eine Pulsspannungsquelle. Und dann meinen Pulszug definieren. Das ist was man sehr, sehr häufig tut. Ich möchte jetzt hier kurz eine andere Möglichkeit zeigen. Und zwar wollen wir jetzt hier an der Stelle auch so einen analogen PWM-Modulator mal reinmachen. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich hole mir eine Komponente. Und zwar hier unter Digital die Komponente dieses Differential-Schmidt-Trigger. Beziehungsweise wir gucken bloß nach dem wo ist er? Differential. Ja, doch, Differential Schmidt-Trigger an dieser Stelle. Das heißt, der verhält sich jetzt so wie ein Komparator. Wir können aber auch hier dann die Schwelle festlegen letztlich. Der untere Anschluss hier ist Masse, der Bezug. Und dann haben wir hier den Plus- und den Minus-Eingang. Und wie in der im anderen Abschnitt gesehen, wenn wir jetzt an den einen Anschluss unser Steuersignal anschließen, an den anderen ein Trägersignal. Das heißt, hier an den Plusanschluss werden wir unser Steuersignal anschließen. Ich nenne das UC, die Control Voltage. Und ich werde an den Minuseingang mein Trägersignal anschließen, UTR, was jetzt hier ein Dreieck sein wird. Ich brauche also hier nochmal eine zweite Spannungsquelle. Und jetzt definieren wir die beiden. Das heißt, die Steuerspannung werde ich jetzt definieren als einen konstanten Wert. Sagen wir zum Beispiel, das wäre 0,4 Volt. Und die dreieckförmige Spannung werde ich definieren als ein periodisches, dreieckförmiges bzw. sägezahnförmiges Signal. Dazu definiere ich eine Pulsquelle, die von 0 auf 1 zunimmt, mit einer Anstiegszeit, die jetzt in etwa meiner Periodendauer entspricht, das heißt 9,9 Mikro. Ich werde eine Periodendauer von 10
Mikrosekunden machen, also 100 Kilohertz, Fall- und Anstiegszeiten, ja, was könnten wir hier machen, 25 Nanosekunden und Einschaltzeit und Periodendauer 10 Mikro, habe ich mich verrechnet, mal hier 995. Ja, machen wir hier, nee, Moment, 99, 5 Nano und Einzeit auch 5 Nano und dann haben wir hier ein dreieckförmiges, beziehungsweise sägezahnförmiges Trägersignal wird hier verglichen und die Ausgangsspannung hier an der, dem Schmidt-Trigger werden wir als Steuerspannung definieren, UST. Und jetzt werden wir hier auch noch ein paar Parameter einstellen. Das heißt, Sie können hier suchen nach diesem Modell Schmidt in der Hilfe. Das heißt, tatsächlich kann man ja sagen, das ist der Special Functions hier, Schmidt-Trigger. Und da sehen Sie, sind jetzt hier auch wieder so Logikpegel definiert. Hier V-High und V-Low sind schon in Ordnung. 0 und 1, Logikpegel, Ein- und Ausgang. Deswegen habe ich die so definiert. Wir können jetzt hier noch tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen im Text versteckt. Ich weiß gar nicht, ob ich es auf die Schnelle finde. Wir können jetzt hier auch eine Schwellspannung definieren normalerweise und auch eine Hysterese. Genau, hier steht es drin. Wir haben an dieser Stelle wieder eine Schwellspannung und eine Hysterese und die setze ich jetzt beide auf 0. Das heißt, bei einer Differenzspannung von 0 schaltet er ein und er hat keine Hysterese. Das heißt, die sehen Sie, sind nicht hier oben in der Tabelle drin, sondern stehen hier bloß im Text versteckt drin. Und das macht man jetzt, kann man hier in die Zeile bei Value gehen. VT gleich 0 und VH gleich 0. Damit habe ich dann definiert, ich habe eine Hysterese von 0 und eine Schwellspannung von 0. Schwellspannung von 0 heißt, wenn die Differenzspannung hier 0 Volt ist, schaltet er ein und Hysterese entsprechend wie bei der Hysterese, wie wir es bei Komparatorschaltung kennengelernt haben. Damit habe ich jetzt sozusagen meinen PWM-Modulator definiert, meine Signale, das Modulationssignal, das Steuersignal. Und jetzt müssen wir nur noch Bauelementwerte zuordnen. Nehmen wir an, ich mache hier eine Spannung von 10 Volt. Induktivität sei 100 Mikrohenry, Kapazität sei 100 Mikrofarad und der Lastwiderstand sei 1 Ohm. Und dann definieren wir noch Ausgangsspannung und Eingangsspannung. Das ist jetzt eigentlich nicht nötig, ist aber sehr hilfreich, wenn man später sich das im Waveform-Window anschaut, dass man sozusagen gleich weiß, welche Spannung da man gemessen hat. Ansonsten gibt einem LTSpice immer bloß die Netznamen an, zum Beispiel VN001, und dann muss man erstmal suchen, okay, welches ist jetzt diese Spannung. Wir können jetzt auch sagen, okay, die Spannung an der Diode, so wie wir die eingeführt haben, UD, wäre jetzt hier die zwischen Schalter und Induktivität an der Diode nach Masse. Und dann können wir das jetzt simulieren. Das heißt, wir werden jetzt hier eine Simulation aufsetzen. Jetzt wollen wir mal einen Einschwingvorgang betrachten. Das heißt, tatsächlich möchte ich jetzt mal bis 2 Millisekunden simulieren. Und jetzt noch eine wichtige Sache bei leistungselektronischen Schaltungen vor allem. Ich werde jetzt hier ein Maximum Time Step festlegen und zum Beispiel hier auf 10 Nanosekunden. Warum? LTSpice, wie die meisten Spice-Varianten, hat eine automatische Schrittweitenkontrolle. Das heißt, die Integrationsschritte werden automatisch angepasst, je nachdem, ob es konvergiert oder nicht. Und das kann dazu führen, dass wir numerische Oszillationen kriegen. Deswegen hier möchte ich ihn zwingen, dass er alle 10 Nanosekunden mindestens einen Wert berechnet. Üblicherweise würden Sie das so wählen, müsste man eigentlich kleiner wählen, dass Sie während Ihrer Anstiegszeiten hier, die haben wir jetzt definiert mit diesen 5 Nanosekunden, dass Sie dort mindestens einen Wert kriegen. Aber diese 10 sollten ausreichend sein. Oh. Jetzt simulieren wir bis 2, wie gesagt 10 Nanosekunden Schrittweite. Und jetzt noch was Wichtiges, gerade bei leistungselektronischen Schaltungen oft interessant. Ich werde jetzt hier ankreuzen, Klick, Skip Initial Operating Point Solution. Warum? Ansonsten rechnet LTSpice zunächst einen DC-Arbeitspunkt aus. Das möchte ich nicht. Das heißt, ich möchte, dass eigentlich die Energiespeicher entladen sind und möchte jetzt hier anschauen, wie dann sozusagen der Einschwingvorgang stattfindet, damit wir auch verstehen, was das bedeutet, dass wir nur im stationären Zustand analysieren. Und jetzt können wir das simulieren. Das heißt, ich habe jetzt hier die Schaltung und links schauen wir uns mal die Spannungen an. Was schauen wir uns an? Wir schauen uns an, wie die Ausgangsspannung aussehen wird und wie jetzt hier der Strom
in der Induktivität verläuft. Und dann sehen wir hier, wenn wir das betrachten, ich habe hier so einen Einschwingvorgang. Ja, wir sehen, dass hier so Überschwingen in der Ausgangsspannung, das ist ein PT2-Verhalten irgendwo. Wir sehen, okay, der Ausgangsstrom und die Ausgangsspannung sind beide bei 4 Volt bzw. 4 Ampere. Das ist jetzt nicht verwunderlich, wir haben ja den Abwärtswandler schon angeguckt. Die Ausgangsspannung soll sein D mal UE. Das D wird jetzt hier aber festgelegt über diese Spannung, die Control Voltage 0,4, dass die Amplitude des dreieckförmigen Trägersignals ist 1. Das heißt, nach 40% der Periode wird jetzt hier die Spannung UC kleiner sein als die am dreieckförmigen Trägersignal. Gucken wir uns das kurz an. Also eine neue Kurve rein. Ich mache mal kurz hier die Spannung UC und das dreieckförmige Trägersignal rein und dann nochmal die Steuerspannung drüber in einem extra Feld. Und dann sehen wir hier, okay, wir sind jetzt hier in dem Bereich 40%. Hier ist eine Periode nach 40% der Periode, das heißt zu diesem Zeitpunkt D mal T oder nach der Einschaltzeit ist die Spannung UTR größer als UC. Damit kriegen wir am Komparator einen Low-Pegel raus und davor hatten wir einen High-Pegel und entsprechend, weil wir unseren Schalter so definiert haben, wird jetzt dieser Schalter in dieser Phase den Strom führen. Und jetzt die kurze Erklärung. Wir haben gesehen, wir haben diesen Einschwingvorgang. Was wir jetzt analysieren, ist eigentlich immer dieser eingeschwungene Zustand hier, wenn sich nichts mehr ändert, wenn sich alle Größen hier periodisch verhalten. Sehen wir hier alle Größen periodisch, Steuersignal periodisch, dieses PWM-Signal natürlich, die sind schon von vornherein periodisch, aber auch hier Ausgangsspannung, Strom in der Induktivität periodisch. Und jetzt könnten wir jetzt an der Stelle alles Mögliche anschauen, was wir zum Beispiel in unserem Skript bzw. auf den anderen Folien gesehen haben. Zum Beispiel hatten wir dort einerseits mal dargestellt dieses Steuersignal, dann in der Kurve drunter hatten wir Strom und Spannung an der Induktivität, das machen wir nochmal ganz oben, Steuerspannung, dann eins drunter, Strom in der Induktivität und Spannung über der Induktivität. Und ganz unten hatten wir uns angeschaut, dann als letztes noch Ströme im Schalter und der Diode. Und wir sehen tatsächlich, wir haben dann hier die Verläufe, die wir dann auch so skizziert haben. Hier machen wir vielleicht den Wert auf 0. Sehen wir, dass wir sozusagen diese dreieckförmige Welligkeit um die 4 Ampere drum haben. Und das sind tatsächlich dann so die Verläufe, wie wir sie auch in dem anderen Video gesehen haben. Und das wäre jetzt meine Empfehlung, wenn man so Schaltungen analysiert, gerade unbekannt ist jetzt halt ein einfacher Abwärtswandler, aber gerade bei unbekannten Schaltungen simuliert man am besten mit so idealen Bauelementen, zunächst wenn man es mal verstehen will. Wichtig ist, die Pulsmuster richtig zu generieren, das heißt, das Erste, was man sich eigentlich immer anguckt, ist, sind meine Steuersignale richtig, weil wenn die falsch sind, sind natürlich auch die Verläufe, die man ermittelt, falsch und damit können wir jetzt relativ einfach alle Größen bestimmen. Wir können die Effektivwerte, Ströme und Spannungen bestimmen und auch bei komplizierten Schaltungen, die wir natürlich nicht auf Anhieb verstehen bzw. analysieren können.